So, herzlich willkommen zu einem, neuen Let's Play von einem Spiel, von dem ich erst vor einigen Tagen gehört habe. Es soll wohl irgendwie ein Ableger von Euro Truck Simulator sein, aber so in der Manier von die Tochter und der Sohn haben geheiratet, sind dann wieder geschieden, haben dann das Kind gezeugt, du hast einen Indie Truck Simulator, also ein uneheliche Inzestgeburt, irgendwie so, keine Ahnung, also ganz komisch. Ja, es heißt halt einfach Indian Truck Simulator 3D. Und ja, man sieht es halt auch schon so ein bisschen. Es ist ein Browser-Game. Ja? Also, man kann eigentlich gar nicht zu viel davon erwarten. Wir klicken einfach mal auf Spielen und gucken, ich guck mal wie Kamera, ob das vielleicht so besser ist. Ja, wir legen einfach mal los und gucken mal. Loading. Ich habe das Spiel auch schon mal gestartet gehabt, damit er laden kann, weil ich habe aber noch nicht wirklich gespielt. Also ich habe das erste. Oh ja. Ich habe das erste Level schon angefangen, um zu gucken, ne, irgendwelche Ladesachen, damit die schon alle geladen sind, weil mein Internet, ne, man kennt's. Und dementsprechend, damit da nicht irgendwelche wir 3 Stunden hier laden müssen. Deswegen habe ich das Spiel schon mal gestartet gehabt, um die ganzen Ladesachen zu machen. Gespielt aktiv habe ich aber noch nicht. Ja? Und hier drücke, um das Spiel zu starten. Ja, wir drücken. Oh, wir sehen auch schon, wir haben 100 Dollar. Okay. So, wir haben hier einen wunderschönen LKW. Bei dem können wir auch die Farbe ändern. Ach nee, das gesamte Aussehen können wir ändern. Also die Lackierung. TD. Turnbumper. Ja. Oh, okay, die Firma ändern wir auch. Lol. Gut. Ich glaube mal, wir bleiben einfach beim Weißen. Was gibt es hier noch so? Den können wir für 3000 kaufen. Ja, man merkt, Indian Truck Simulator. Ich versteh nicht, wie die Inder so abgespacete LKWs haben können. Die sind so kunterbunt, man könnte denken, die fahren die ganze Zeit durch Karneval. Und die sehen jeden Tag so aus. Ha? So, ja, mehr kann man hier nicht auswählen, also let's play the game. Wir spielen Sommer. So, und wir können natürlich bei Level 1 starten. Es gibt wohl insgesamt 15 Level. Kann natürlich sein, dass es später auch noch eine weitere Seite gibt oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich meine, allein 15 Level sind für ein Browser-Game schon viel. Ja. Oh, man sieht hier an Rand sogar, das Ganze ist nicht für 16 zu 9 optimiert. Wow. So, und an dem Punkt habe ich dann aufgehört. Okay, wir können das Spiel anhalten. Sehr schön. Wir können zurück machen. Ich musste gerade bei mir ein bisschen Audio machen, weil das Spiel hat halt keine Lautstärke. Oh, Zufallswiedergabe. Okay. Das heißt, ich muss die Lautstärke komplett über mein Audio-Control regeln, beziehungsweise bei OBS über die Eingangslautstärke-Regelung. Ja, weil wie gesagt, das Spiel kennt sowas nicht. Da kann man nur Lautstärke, also Audio ein- oder ausschalten. So, das haben wir. Wow. Okay, die Hand bewegt sich schon mal nicht mit. Sehr schön. Dann haben wir unsere gute alte Radansicht. Okay, die Kamera ist hier auch starr. Oh, alter Physik, ey. Wobei die Federung schon sehr weich ist. Oh, alter. Ist das eine weiche Federung, ey? Oh. Und hier schön Textur flackern. Auch sehr geil. Ah, und dann haben wir. Ach nee. Ja, nee, also die Maussteuerung mit der Maus, die Kamera steuern, kann man scheinbar nicht. Mit den Pfeiltasten auch nicht. Ich habe gerade die Leertaste gedrückt. Jetzt haben wir alles weiß. Gibt's ja keine. Ah, F1 macht. Erstaunlich wenig. Wow. Da hat sich direkt mal das Spiel verabschiedet.
Ach nee, doch, er will einen Hilfetext anzeigen. Aber das macht er scheinbar nicht so sehr. Der zeigt den Keyboard-Hilfetext von Google Chrome an. Okay, das brauchen wir gar nicht. Wow. Ich wollte eigentlich... Okay, also eine Ingame-Hilfe. Ne, H geht auch nicht, ne? H für Help. Oder Hilfe. Tja, nee, keine Ahnung. Also, die Tasten werden nicht wirklich erklärt. Können wir starten? Okay. Ah, komm, wir fahren einfach mal. So, da vorne müssen wir hin. Wir machen mal die Ansicht, ne? Die kennen wir auch aus dem Eurotruck-Simulator. So, schon bremsen hier. Okay, Start und Anfahren, klar. Anfahren und Bremsen ist sehr ruckartig. Follow the arrows. Oh, jetzt habe ich schon auf hier geklickt, obwohl da noch was kam. Hoffentlich nichts Wichtiges. Welchen Pfeilen? Ich sehe keine Pfeile. Ach, da sind Pfeile. Okay. So. Die Pfeile zeigen nach da. Was ist denn das hier für ein Zeug? Boah, Alter. Wow. Boah, die Lenkung ist aber auch ganz schön. Boah. Ja, man merkt schon, die Physik ist schon ein bisschen interessant. Hui. Alter. Warum sind überall diese Bomber im Weg? Ist das hier eine Spielstraße oder was? Kann man eigentlich auch die Scheibenwische einschalten? Nee, ne? Also P schon mal nicht vom Eurotruck Simulator, ne? Witzig, wie das Lenkrad dreht, aber die Hand nicht. Sieht überhaupt nicht komisch aus. So, die Frage ist natürlich, gibt es hier auch Bußgeld oder sowas, wenn ich jetzt zu schnell fahre oder auf der falschen Seite der Straße fahre oder irgendwie sowas. Ah. Also ich muss scheinbar nicht stehen bleiben in der Markierung. Ich kann einfach reinfahren, wie es aussieht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Follow the arrow for the next pointer. Okay. Fahren wir mal rückwärts raus. Bei diesen Stacheldingern weiß man nie. Ich weiß doch nicht, ob hier Schaden oder sowas gibt, ne? Ich meine, es ist ein fucking Browser-Game, also allzu viel wird es hier nicht geben. Aber der LKW hoppt zumindest schon mal schön rum. Level complete. Next level. Ah, wir sind jetzt Level... Okay, ich hatte immer eine Außenansicht. Das ist ja interessant. Aber wir können noch mal ein bisschen in der Außenansicht hier spielen. Ja, mal gucken, wie das so ist. Die Kamera scheint dem LKW ja zumindest schon relativ gut zu folgen. Ist also jetzt keine so große Katastrophe. So, follow the arrows for the next point. Ja, okay, ist immer das Gleiche. Gut. Okay, wir haben Kisten drin. Ne? Ich weiß gar nicht, was wir da vorgeladen hatten. So, die Pfeile zeigen. Ach so, die Pfeile ändern sich. Oh, das heißt, die... Unser Cargo hat fucking Physik. Ah, so war das Intro-Bild also gemeint. Wobei dem Intro-Bild, da hat man bei dem LKW diese Baumstämme drauf gesehen, wo der eine Baumstamm gerade am runterfallen ist. Okay, dann sollten wir vielleicht mal doch in der Ansicht hier spielen, damit wir sehen, wie sich die Fracht verhält. Weil das sehen wir so hier natürlich überhaupt nicht. Wobei es natürlich so schon mehr Spaß macht, ne? Boink, boink. Wow, die Sonne. Zerwirkliche Schatten gibt es natürlich keine. Wer hätte gedacht? So. Oh, Hubschrauberlandeplatz. Was macht das Militär hier? Sind wir etwa in der Ukraine? Ich dachte, wir sind in Indien. So. Wow, wow, wow. Nicht so schnell hier.
Noch 2 Minuten haben wir, okay. Die Zeit ist aber hier immer schon ganz schön groß angelegt, ne? Ich meine, wir haben hier noch 2 Minuten und wir sind schon da. Ha. Huh. Ansonsten diesen Indian Truck Simulator einfach mal bei Google googeln. Den gibt es bei diversen Seiten. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, auf welcher Seite ich das Spiel hier gerade spiele. Aber wie gesagt, es gibt für diverse Seiten, wo man das Spiel spielen kann. Ah, okay, die Zeit läuft auch weiter, wenn man die Frau schon abgeliefert hat. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Oh, da sind schon mal schöne Sachen. Ach, da. Ja, das heißt, wie gesagt, einfach nach Indian Truck Simulator 3D suchen im Internet. Und ich schätze mal, kommt man schon auf eine Seite, wo man das Spiel spielen kann. Und das ist ganz normales Browser-Game, von daher. So, okay, jetzt haben wir wieder 4 Minuten. Das heißt, das Level besteht immer darin, zu beladen, die Fracht auszuliefern und dann den LKW wegzubringen. Und das alles 3 muss man innerhalb einer gewissen Zeit schaffen. Interessantes Level-Design, okay. Ach, guck mal, wir haben jetzt die Fracht, die wir schon gesehen haben. Okay, das heißt, man sieht immer schon, was man als nächstes transportiert. Okay. Wo die Menschen überfahren wir mal? Ach nee, halt, da müssen wir gar nicht hin. Wo müssen wir hin? Grün. Hä? Ach, wir haben ja die Fracht schon. Wir müssen ja jetzt diesen Pfeilen nach vorne folgen. So, machen wir mal das hier. Wow. Ich bin irgendwo angeeckt. Ja, wäre natürlich mal interessant herauszufinden, was passiert, wenn man, also ob es hier ein Schadenmodell oder sowas gibt. Oder woran man das Level überhaupt verlieren kann. Also ich meine, da oben läuft eine Zeit ab. Man kann also schon mal damit verlieren, dass man das nicht rechtzeitig schafft. Und ich schätze mal auch, man kann es damit verlieren. Warte mal kurz. So, jetzt haben wir jetzt eine Fracht verloren. Oh, und wir stacken. Gut, play again. Also man kann das Level auch scheinbar verlieren, wenn man Ware verliert. Gut, das haben wir auch schon mal ausprobiert. Jetzt natürlich noch die... Mal zurück. Wir fahren mal gekonnt irgendwo gegen. Ja, mal gucken, ob es sowas wie ein Charmodell gibt. Aber da vorne ist ein schöner LKW, da können wir mal freundlich gegenfahren. Oh, das war ja mal... Na, okay. Ich glaube, Charmodell gibt es nicht. Wir sind einfach grandios stehen geblieben. Ah, nee. Okay, das heißt also, wir können die Ware verlieren. Okay. Gut. Also, wir können die Ware verlieren und wir können die Zeit ausgehen lassen. Sind also die einzigen Sachen, worauf wir achten müssen. Okay. Das klingt doch fair. So. Wow. Ja, eben. Schadmodell gibt es zwar keins, aber wenn man natürlich irgendwo gegen rast, kann es sein, dass man die Fracht dadurch über einen drüber fliegt. Also ich muss schon sagen, so die Physik geht eigentlich aktuell so ein bisschen, ne? Also es fühlt sich zwar alles super weich an, also die Federung jetzt vor allen Dingen. Und auch die Lenkung ist natürlich super hart, aber ist halt bei einer klassischen WASD-Steuerung so. Aber ansonsten für ein Browser-Game echt nicht schlecht. Was war denn das bitte? Wow. Da, ja, okay. Man sollte ein Spiel nicht zu früh loben. Wow. Na gut, das Level versuchen wir noch und dann mache ich mal auch für die Folge erstmal Ende.
So. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Die Frage ist natürlich auch noch, ob die Level später wirklich wesentlich länger werden. Oder ob sie einfach nur schwerer werden im Sinne von mehr Stuka oder fragilere Fracht oder was der Geier hat. Weil ich meine, so groß wird die Map wohl kaum sein. Mal gucken, ne? Aber jetzt weiß ich natürlich auch nicht, welcher der Hopper ist, wo wir von hängen geblieben sind. Ich glaube, das war der da vorne, ne? Einer von den beiden war es. Doch, das war der hier. Mal ganz vorsichtig drüber fahren. So. Okay. Diesmal waren wir erfolgreicher. Sehr schön. So, da vorne geht es nach rechts. Wow. Mach mal hier meine Maus ein bisschen raus aus dem Spiel. Ah, also wenn man sich an die Steuerung so ein bisschen gewöhnt hat, dann geht es echt gut klar. Gerade mit der Lenkung. So, hier müssen wir jetzt nach links. Ach, da. Nice. Aber ich glaube mal, wir spielen ab der nächsten Folge dann mal doch in der Außenkamera-Ansicht. Einfach weil jetzt hier von der Innenansicht gibt es jetzt hier nicht so viel zu sehen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ach da. Ja, leider kann man halt die Kamera nicht drehen. Ich finde es ein bisschen schade. So, home. Und dann würde ich mal sagen, das war's mit dem, mit der Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja gut, die Ingame-Musik läuft das natürlich auch weiter. Schön. Ah. Ich bin gerade in dem Press to Start Game. Und wenn ich auf den Lautsprecher-Symbol klicke, geht's erst aus und dann aber wieder weiter. Hä? Okay, wow. Das ist ja wunderschön. Ja, okay. Ja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ich kann zum Glück in OBS hier stumm schalten. So, ja, dann sehen wir uns bis zur nächsten Folge und dann, weiter mit dem nächsten Level. Genau, hier siehst du, hier hat man auch schon gesehen, wieso die Baumstämme runtergefallen sind. Ja, das natürlich wird vielleicht noch ein bisschen spannender. Vielleicht sollten wir auch mal im Winter spielen oder so. Ja. Mal gucken. Bis zur nächsten Folge.